Hallo und willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr Ordner erstellen könnt auf eurem Sony Xperia 5 Mark IV. Vielleicht habt ihr Apps, die ihr irgendwie so zusammenfügen wollt oder ihr wollt einfach mal euren Home-Bildschirm hier aufräumen. Als erstes gucken wir einmal, wie wir überhaupt Apps bewegen können. Und zwar, wenn ihr einfach eine App anwählt, da drauf drückt und kurz haltet, dann kommt ihr zu dieser Ansicht und ihr könnt die einfach hin und her schieben und dann da fallen lassen, wo ihr sie gerne haben möchtet. Wenn ihr jetzt einen Ordner erstellen wollt, dann könnt ihr quasi diese App nehmen, wieder halten und dann einfach auf eine andere App ziehen. Und dann seht ihr hier diesen kleinen Kreis. Das ist jetzt quasi euer Ordner. Den könnt ihr jetzt auch hin und her schieben, einfach draufdrücken, halten und dann hin und her ziehen. Ihr könnt das Ganze auch nehmen und auf eine andere Seite schieben und dann habt ihr die hier liegen quasi. Ihr könnt das Ganze jetzt auch wieder zurück auf die andere Seite schieben und ihr könnt auch jetzt andere Apps nehmen und die hier reinschmeißen. Ganz wie euch beliebt. Wenn ihr jetzt auf diesen Ordner klickt, dann könnt ihr hier auf Name bearbeiten klicken und dem Ganzen jetzt einen Namen geben. Ich schreibe jetzt einfach mal Hallo als Beispiel da rein. Und dann seht ihr hier den Namen der App. Und wenn ihr dann darauf klickt, dann habt ihr da euren kleinen Ordner. Wenn ihr jetzt diesen Ordner wieder auflösen wollt oder einzelne Apps da raus haben wollt, dann nehmt ihr einfach diese App, haltet wieder und zieht die einfach wieder woanders hin, wo ihr sie halt haben wollt. Jetzt seht ihr, da sind jetzt nur noch diese zwei Apps. Wenn ihr jetzt die nächste App da auch raus haben wollt und die woanders hinzieht, dann seht ihr auch, dass sich automatisch dieser Ordner auflöst. Also eine App im Ordner ist nicht möglich, ihr braucht also mindestens zwei und wenn ihr dann wieder welche entfernt, dann geht das Ganze auch nur so lange, bis noch mindestens zwei halt in diesem Ordner sind, ansonsten löst sich dieser Ordner automatisch wieder auf. Genau, dann könnt ihr das auch anderweitig organisieren, wie ihr das dann möchtet. Das ist also eigentlich auch schon alles dazu, wie man so Ordner erstellt auf dem Sony Xperia 5 Mark IV. Hoffe, es hat euch geholfen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.